Ja, Ole, also wir stehen ja noch auf den letzten Resten Schnee. Hoffentlich die letzten Reste für die ganze Saison erstmal, ne, Ole? Weil wir stehen ja nicht mehr wirklich auf Schnee. Sonst stehen wir auf Schnee, aber jetzt ist mal gut. Und ja, Arne, du musst kannst deine Tochter trösten, natürlich, weil der Schnee macht den Frühlingsblühern, die ihr draußen im Garten habt, eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, so ein bisschen Schnee auf der Mütze, auch hier bei unseren Thymian, bei unseren Kräutern, ist genau genommen ein guter Frostschutz. Also von daher eher für die zumindest gut. Ich habe aber nichts dagegen, dass wir jetzt reingehen, trotzdem. Nein, wir gehen rein. So. Das heißt, mit denen passiert jetzt erstmal nichts? Nein, mit denen passiert erstmal nichts. Es sind gerade die Kräuter, mit denen wir auch noch so ein bisschen warten. Die freuen sich schon, wenn sie es noch ein bisschen kuschelig haben. Aber wenn wir jetzt hier an den Tisch kommen und die Lebewesen, die vermeintlichen, betrachten, ja, stellt sich doch die Frage, welches lebt eigentlich überhaupt noch? Also welches haben wir über den Winter bekommen? Wir haben hier Margarite und wir haben hier drüben Geranie. Das sind übrigens auch die, die wir überwintern können, die vom Schnitt her jetzt auch wirklich dran sind. Höchste Eisenbahn. Und, woran erkenne ich denn aber, ob die jetzt wirklich noch lebt? Ich würde erstmal sagen, nee, damit ist nichts mehr. Also ich würde jetzt relativ hohe Wetten abschließen, dass die nicht mehr lebt. Ich weiß. Aber tatsächlich können wir mit einem einfachen Test, wir machen hier mal meine Nagelprobe. Guck mal hier. Oh. Siehst du, schön frisch grün. Das ist tatsächlich noch richtig grün. Und das ist nicht nur vielversprechend, sondern das heißt sogar, hier macht der Rückschnitt, und zwar so ein gutes Drittel. Ich mache es jetzt hier mal nur so an der Seite. Aber die ganze Pflanze natürlich radikal runterschneiden. Und dann bekommen wir in ein paar Wochen wieder eine richtig schöne Margarite. Insofern macht man sowas eigentlich schon wirklich Anfang März. Genauso auch wie mit unseren Geranien, die wir überwintert haben. Weil die doch ein bisschen länger brauchen, bis sie wieder in Blüte kommen. Aber was ist jetzt mit der? Also, wenn wir die jetzt hier mal... Die sieht jetzt nicht wirklich besser wiederholen aus. Wiederholen wir unseren Test hier. Wir kratzen hier mal die Rinde an. So. Okay. Und was sehen wir da? Ja, die ist alles andere als sehr frisch aus. Also, die muss raus aus dem Topf. Die hat es nicht geschafft. Ich vermute mal, die stand draußen. Und so frostfrei überwintern ist schon eine wichtige Voraussetzung. Anders hier beim Lavendel. Der hat es geschafft, was auch durchaus normal ist. Der braucht natürlich einen schönen Schutz an den Füßen. Hat er auch gekriegt. Und den schneiden wir halt wie die meisten Kräuter erst, wenn wir so die ersten frischen Triebe sehen. Die haben wir hier schon. Und für alle, die nicht sicher sind, wie weit, ich höre das immer wieder, stark zurückschneiden und dann treibt er wieder richtig gut durch. Das geht meistens schief. Lavendel schneiden wir nur, bis wir die ersten frischen Triebe noch gerade so am Strauch behalten. Ne? Also nicht die Devise lieber mehr als weniger, sondern wirklich ein bisschen vorsichtig. Vorsichtig, nur das Weiche ins weiche Holz. Wenn wir ins harte Holz schneiden, also das, was man nicht mehr biegen kann, dann träubt er wahrscheinlich nicht mehr durch. Mhm. Und dann haben wir hier drüben noch den Buchsbaum, der ja auch schwer beliebt ist überall. Ja, der vor allen Dingen als Top-Pflanze. Ne? Ja, der hat jetzt hier so ein bisschen, so eine Herbstfärbung, hast du es vorhin gesagt. Zum Buchsbaum gibt es hier gerade so einiges zu sagen, weil zum einen siehst du ja hier auffällig diese grünen, gelben Blattränder. Mhm. Das ist immer so ein ganz typisches Zeichen, dass unser Buchsbaum Hunger hat. Der braucht jetzt einen guten organischen Dünger. Das dürfen dann ruhig ein paar Handvoll sein. Und übrigens hat der ja hier das dickste Polster abgekriegt, denn der Buchsbaum ist tatsächlich im Wurzelbein empfindlicher eigentlich gegen Frost als oben. Also unten müssen wir besonders dick einpacken. Wir lassen es auch noch drum. Aber wenn der sich so sehr verfärbt und so Probleme zu haben scheint, dann denken ja auch viele, dass der krank ist. Genau, also diese braunen Blätter, die wir haben, sind tatsächlich kein Pilz, sondern einfach nur keine schöne Herbstfärbung, aber eine Herbstfärbung, wenn du willst. Der Pilz sieht dann so aus? Der Pilz sieht so aus, wenn wir uns mal hier diesen Trieb angucken von einer anderen Buchsbaumpflanze. Du siehst hier so schwarze Striche am Holz. Mhm. Diese schwarzen Striche, das sind so das untrügliche Merkmal für diese unangenehme Pilzerkrankung, die den Buchsbaum zum Absterben bringt. Und gut, da können wir dann natürlich nicht viel tun. Da hilft nur radikaler Schnitt. Aber der ist eben, wie gesagt, nicht krank. Aber wir tun gleich noch ein bisschen was und sind noch mal ein bisschen radikal unterwegs und schneiden und schneiden und schneiden. Aber erstmal schauen wir noch mal, wie man so mediterrane Pflanzen am besten umtopft. Ole, guck mal. Dieser tapfere Gärtner kämpft sich im wahrsten Sinne des Wortes durch einen Dschungel. Die Pflanzen, die hier dicht gedrängt stehen, sind allesamt Kübelpflanzen, die ihre Besitzer zur Überwinterung abgegeben haben. Jetzt ist es höchste Zeit, sie fit für den Frühling zu machen. Der große Oleander braucht zum Beispiel dringend einen neuen Topf.
Bei großen Kübelpflanzen ist das richtige Schwerstarbeit, die aber im Frühjahr getan werden muss, wenn das Wachstum losgeht und die Pflanze Platz braucht. Zunächst werden die Wurzeln ein Stück gekappt, um ihr Wachstum zu fördern. Auch die Schnitte am Rand regen die Wurzeln dazu an, sich zu verzweigen. In den neuen Topf, der auch nicht zu groß gewählt werden darf, kommt zunächst eine Schicht Blähton, dann frische Erde. Der Strauch wird eingesetzt und der Rand sorgfältig gefüllt. Damit sich keine Luftlöcher bilden, sticht der Profi mit einem Bambusstab in die Erde. Dann wird gegossen. Auch alle anderen Kübelpflanzen werden im Winter und besonders, wenn die Wachstumsphase beginnt, regelmäßig gewässert. Etwa einmal pro Woche. Wer sich nicht auskennt, tut oft eher etwas zu viel des Guten. Also Vorsicht! Zitruspflanzen leiden unter zu kalkhaltigem Leitungswasser. Wenn ihre Blätter gelb und fleckig geworden sind, muss ihnen mit einem speziellen eisenhaltigen Dünger geholfen werden. Im Sommer tut ihnen dann Regenwasser gut. Die jungen Triebe der Zitrusbäume werden jetzt pinziert oder auch entspitzt. Das bewirkt die vermehrte Bildung neuer Seitentriebe. Der Wuchs wird kompakter und buschiger. Bei anderen Pflanzen ist es jetzt Zeit, braune Blätter abzuzupfen, gewissermaßen Frühjahrsputz zu machen. Manchmal ist kräftiges Schütteln die einfachste Möglichkeit, für Ordnung zu sorgen. Dieser Drachenbaum hat Frost bekommen. Das hat ihn so geschwächt, dass er jetzt mit einem Fungizid behandelt werden muss. Ein Pilz hat sich eingenistet. Wer seine Kübelpflanzen liebt, sorgt rechtzeitig dafür, dass sie im Winter ins Gewächshaus oder in einen Wintergarten kommen. Zwischen 5 und 10 Grad sind für die meisten Pflanzen ideal. Außerdem brauchen sie Licht. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, stehen die Chancen gut, dass man im Frühjahr sogar eigene Mandarinen ernten kann. So, wir sind zurück mit unserem Fernsehgärtner Ole Becker, der sehr fleißig war während dieses kleinen Films und hier ordentlich radikal geschnitten hat. Und ganz ehrlich, man würde doch jetzt eigentlich denken, das sieht sehr, nach einem kümmerlichen Wesen aus. Ja, also eher so, aber so wäre es richtig. Ja, im Moment schon, aber so ist richtig. Wir lassen bei der Geranie so 2, 3 Knospen, das sind diese Verdickungen am Stiel, stehen. Und aus denen treibt sie dann wieder durch. Das haben wir hier bei der Margarite dann auch. Mhm. Und hier sehen wir nach ein paar Wochen so die ersten Austriebe. So frisch fängt das an. Und wir haben dann irgendwann tatsächlich wieder so einen richtig schönen dichten Busch. Man muss halt Geduld haben, wie immer im Leben. Oder wie ich schon mal so schön gesagt bekommen habe, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Aha, ja, da ist was dran. Das ist eigentlich der richtige Spruch da für ist dich, Ole. So, jetzt hast du hier noch ein bisschen was vorbereitet. Fangen wir doch mal mit dem Oleander an. Haben wir eben auch schon mal gesehen. Ja. Oleander ist sehr schnittverträglich. Wenn wir den aus dem Winterschlaf rausholen, dann kann es sein, dass er auch im letzten Jahr vielleicht schon ein bisschen dünn war. Und richtig schön sieht er jetzt nicht mehr aus. Erstens das und zweitens haben wir hier was Schönes, leider. Wir haben hier Schildläuse, nicht? Und erkennt man immer relativ gut an diese dunklen Hauben, die dann wollen am wir Holz aber nicht sitzen. Haben. Wollen wir nicht haben. Hier sitzen überall welche an den Blättern. Spritzen könnte man, ist aber, sagen wir mal, ein bisschen schwierig. Die Schildläuse sind sehr hartnäckig. Wir schneiden den wirklich radikal zurück. Ich mach das mal. Bis darunter? Ja, bis darunter. 20, 25 Zentimeter, das ist absolut okay. Ja. So, und machen wir einmal schnell, zack, zack, da zack. Da bleibt halt nicht mehr so viel über. Da bleibt nicht so viel über. Der blüht auch leider dieses Jahr dann wohl kaum. Höchstens aus diesen Trieben, weil die Blüten sind im letzten Jahr angesetzt. Aber den hast du halt schon vor geraumer Zeit geschnitten. Und das heißt, da keimt schon wieder die Hoffnung. Vor ein paar Wochen. Der sieht schon wieder fröhlicher auch aus. Der blüht dieses Jahr nicht, weil meistens schneidest du nur so ungefähr ein Drittel zurück. Mhm. Aber das war eben diese Notoperation, die hier notwendig war. Aber du siehst, er treibt. Ne? So, da kann man die Hoffnung dann aufs nächste Jahr setzen. Auf jeden Wenn man Fall. Den ordentlich der sieht dann wieder kriegt. Richtig schick aus. Und jetzt kommen wir wieder zu den Gräsern. Ja, also ganz ehrlich, vorhin hast du ja auch schon gesagt, lebt sie noch oder lebt sie nicht. Die Gräser sehen eigentlich eher so aus, als wären sie völlig Ja, bei den hinüber. Gräsern ist es insofern ein bisschen schwieriger, weil da hilft wirklich nur Learning by Doing. Also da kann man nicht testen, ob sie noch irgendwie leben. Handbreit zurückschneiden. Ja.
da gibt es auch keinen Unterschied, welches Gras wie geschnitten wird. Alle so ungefähr Handbreite. Jetzt im März, und da kann es auch richtig kalt noch werden, das macht nichts. Die dürfen raus. Das heißt, die können auch raus? Die können raus, auf jeden Fall, die können raus. Und da müssen wir jetzt abwarten. Aber du siehst hier auch schon so ein bisschen was Grünes und ich bin mir sicher, das wird. Okay, also da kann man nur abwarten, ob was passiert. Wie lange muss man da ungefähr warten und wann kann man es wegtun? Also 2-3 Wochen dauert sicherlich. Ja. Und dann je nach Witterung, wenn es warm wird, das soll es ja. Ja, natürlich. Warm werden, dann treiben die auch wieder durch. Das Gleiche gilt dann auch das für das Gleiche Gras gilt das. Das ist dieses amerikanische. Da kann man nur hoffen, weil es das afrikanische Lampenputzergras, das ist sehr, sehr empfindlich. Deswegen auch richtig dick eingepackt. Mhm. Und auch da kann man wirklich nur hoffen, dass es durchkommt. Die meisten Gräser sind sehr einfach. Gerade im Kübel auf der Terrasse wunderbar zu überwintern mit schön eingepackt. Okay, hier, dann geht haben das. Wir eine ganze Menge gelernt, vor allem den Nageltrick. Ne? Den Nageltrick hier vielleicht auch noch mal zu sehen. Ja. An diesem meinen Lieblingsteestrauch, Zitronenverbene. Wir kratzen die noch mal an. Guck mal, ja, frisch die lebt grün. Auch noch. Die schneiden wir gleich radikal zurück. Und dann habe ich spätestens in 4-5 Wochen wieder meinen geliebten Zitronenverbenentee. Ja, das ist wunderbar. Und alle Tipps und Tricks von Ole gibt es natürlich noch mal auf unserer Internetseite. Und ich wette, auch Arno und Christina haben jetzt was gelernt.